ChatGPT ist wohl die krasseste künstliche Intelligenz, die die Welt jemals gesehen hat und geht aktuell komplett durch die Decke. Der Chatbot kann eigentlich jede halbwegs verständliche Aufgabe, die man ihm stellt, instant in Textform lösen. Was im ersten Moment nach einer Erleichterung für uns alle klingt, kommt aber in weiten Teilen der Gesellschaft gar nicht so gut an. Und das leider zu Recht. Denn ChatGPT ist frei zugänglich für jeden. Alle können von diesem hochintelligenten Chatbot profitieren. Und mit alle meine ich natürlich allen voran Schüler und Studenten. Im Ernst. Man kann eigentlich jede erdenkliche Hausaufgabe, die einem von einem Lehrer oder Uniprofessoren gestellt wird, durch den Chatbot jagen und es kommt fast immer eine zufriedenstellende Antwort heraus. Und selbst wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, ist sie zumindest etwas, worauf man aufbauen kann. Das bestätigen viele Uniprofessoren selbst. Viele sagen, dass man beispielsweise ein Essay mit ChatGPT schreiben kann. Ich persönlich würde bezüglich der Qualität kein ganzes Essay aus ChatGPT unverändert abschicken, aber die Strukturen und Formalitäten, die der Bot kreiert, sind so fucking gut, dass man die Texte eigentlich nur noch etwas ergänzen muss und man ist fertig. Ich meine, wieso sollte ich 3 Tage eine Hausarbeit über die kognitiven Fähigkeiten von Enten schreiben, wenn ich das ChatGPT erledigen lassen kann? Und das sind 2 Minuten. Bevor jemand fragt, wieso ich nicht einfach Wikipedia benutze, naja, mit ChatGPT ist das Ganze viel konkreter und schneller. Außerdem schreibt die KI die Texte halt einfach wirklich selber. Sie nimmt dafür natürlich Auszüge aus dem Internet als Referenzen, um zu lernen. Das bedeutet, dass es extrem schwierig für Plagiatsoftware sein wird, herauszufinden, ob ein Text von ChatGPT stammt oder nicht. Es gibt aber tatsächlich schon Versuche, solche Softwares zu erstellen. Das Ganze schimpft sich ChatZero. Diese Software vergleicht den menschlichen Schreibstil mit denen von KIs. In den USA wird die ganze Entwicklung deutlich ernster wahrgenommen als hier. Wahrscheinlich deshalb, weil das Ganze dort viel bekannter ist. Schulen und Universitäten haben die Software dort aus ihren Netzwerken verbannt. Da stellt sich mir aber die Frage, was soll das bringen? Im Ernst, jeder normale Schüler hat ein Handy mit mobilen Daten oder einen Computer zu Hause rumstehen. Man kann also die Hausaufgaben, die zu Hause erledigt werden sollen, einfach nach der Schule von ChatGPT erledigen lassen. Schulen und Universitäten stehen also vor einer riesigen Herausforderung. Schüler und Studenten können alle Hausaufgaben durch Schummeln bestehen, ohne dabei erwischt zu werden. Und das gilt ja nicht nur für Schulen. Auch in der Arbeitswelt, vor allem bei Informatikern, spielt die KI eine riesige Rolle. Aber was bedeutet das jetzt? Werden wir alle wegen ChatGPT dumm? Ganz so einfach ist das nicht. Das Release von ChatGPT kann man meiner Meinung nach mit dem Release von Google vergleichen. Man kann ja auch behaupten, dass Schüler durch die Möglichkeit, alles zu googeln, extrem dumm geworden sind. Tatsächlich entwickeln wir uns aber trotz, nein, gerade wegen Google, extrem weiter. Durch Google sind nämlich gefühlt alle wichtigen Datenbanken dieser Welt einen Handgriff von uns entfernt. Technologien wie Google oder ChatGPT können für uns Menschen großartige Tools sein, um unsere Arbeit zu bewältigen. Ich kann ChatGPT zum Beispiel benutzen, um leichter mit Essays oder Hausaufgaben zu beginnen oder diese einfach komplett zu skippen. Allgemein müssen wir uns im Schulkontext die Frage stellen, ist die Art und Weise, wie man an Schulen lernt, überhaupt noch zeitgemäß? Hausaufgaben werden von Experten seit Jahrzehnten kritisiert, denn Studien zeigen, dass diese vor allem bei jüngeren Schülern kaum Effekte auf den Lernerfolg haben. Manchen Schülern schaden sie sogar. Viel wichtiger sind demnach Faktoren wie der Lernstil. Ich habe als Kind beispielsweise niemals richtig gelernt zu lernen. Klingt ein bisschen weird, aber ist so. Meine Familie konnte mir aufgrund einer Sprachbarriere bei den Hausaufgaben auch nicht sonderlich helfen und Geld für Nachhilfe wie bei einigen meiner Mitschüler gab es sowieso nicht. Die Hausaufgaben haben für meinen Haushalt lediglich eine Belastung dargestellt. Viel sinnvoller wäre es gewesen, wenn man vermehrt Angebote in der Schule gemacht hätte, in denen Kinder mit Schwierigkeiten wie ich gefördert werden. Naja, tatsächlich gab es bei uns solche Angebote, aber die waren ehrlich gesagt so schrecklich, dass da nie wer hin wollte. Neben dem Lernstil spielt Motivation aber eine viel größere Rolle. Ich meine for real, ich habe früher so oft meine Hausaufgaben auf den letzten Drücker rausgehauen. Das einzig Wichtige war, die von den Lehrern erwartete Mindestanzahl von Seiten zu erreichen. Das war aber weder sorgfältig noch effizient. Ich habe das Geschriebene auch spätestens 2 Stunden später wieder komplett vergessen gehabt. Und das Ganze nur, weil man Angst hatte, schlechte Noten zu kriegen. Nicht aber, weil man lernen wollte. ChatGPT ist nicht perfekt, vereinfacht aber das Leben von Schülern und Studenten ungemein. Meiner Einschätzung nach müssen Schulen und Universitäten jetzt umdenken. Es muss halt einfach ein Konzept für oder gegen ChatGPT entwickelt werden. So wie es jetzt ist, kann sich einfach jeder durchmogeln. Ich denke aber, dass jedes Konzept gegen ChatGPT scheitern wird. Denn ChatGPT ist meiner Einschätzung nach lediglich der Beginn einer Entwicklung. Es wird sich ja hierbei kaum um die letzte KI dieser Art handeln. Eher noch, vielleicht haben wir bald sehr viel intelligentere Chatbots zur Verfügung. Also, bedeutet ChatGPT das Ende aller Hausaufgaben? Ich denke, dass das ziemlich wahrscheinlich ist. Aber ist das in irgendeiner Form schlimm? Naja, ich denke eher nicht. Ich glaube, wir sind alle ziemlich froh, wenn es keine Hausaufgaben mehr gibt und kommen auch ganz gut ohne klar. Wie seht ihr das? Denkt ihr, Hausaufgaben werden obsolet? Wird ChatGPT genauso schnell verschwinden, wie es aufkam? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Tschüssikowski.